als Stillhalter, also als Verkäufer einer Option, hat man ja einen statistischen Vorteil. Viele, die anfangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, stellen sich aber dann die Frage, ja Moment, wenn doch der Optionsverkauf von Vorteil ist, wie zum Teufel soll ich denn dann einen Käufer finden? Berechtigte Frage. Dieser Frage und zwei weiteren wichtigen Punkten, die damit unmittelbar verbunden sind, gehen wir in diesem Video auf den Grund. Hallo liebe Trader, willkommen bei den Börsenstrategen. Über den statistischen Vorteil haben wir ja schon mehrfach gesprochen, den wir eben genießen als Stillhalter und der dazu führt, dass wir in der Regel eben Optionen verkaufen. Und jetzt gibt es hier natürlich die berechtigte Anmerkung, die berechtigte Frage, ja, wenn dieser Vorteil doch da ist, und das ist ja kein großes Geheimnis mehr, wenn der doch da ist, dann müsste es doch eigentlich ständig mehr Verkäufer von Optionen geben. Und wie schaffe ich das dann? Wie finde ich denn überhaupt einen Käufer meiner Option? Und ein wichtiger weiterer Punkt, der sich daraus ergibt, ist natürlich, wenn ich dann eine Position offen habe, also ich bin short in einer Option, ich habe die also verkauft und ich möchte die irgendwann schließen, das heißt ja, ich muss die zurückkaufen, wie finde ich denn dann einen Käufer? Also wer garantiert mir, dass ich diese Position auch wieder schließen kann, dass es da einen Käufer gibt? Um diese beiden Fragen zu beantworten, schauen wir uns doch einfach mal an, wie der Optionsmarkt funktioniert. Und danach gibt es noch einen wichtigen Punkt, eine wichtige Information, die deine Bedenken in dieser Richtung wahrscheinlich zerstreuen wird. Wir können uns das Ganze wie einen Markt vorstellen. Auf diesem Markt treten mögliche Käufer auf, Kaufinteressenten und da gibt es auch Verkaufsinteressenten von Optionen. Und dieser Marktplatz, ja, das ist natürlich die Börse, in dem Fall die Optionsbörse. Und auf beiden Seiten, also hier auf der Käuferseite, gibt es natürlich mehrere Käufer. Ja? Und genauso wie wir auf der einen Seite mehrere Käufer haben, haben wir auf der anderen Seite auch mehrere Verkäufer. Und die Börse ist eben der Platz, die diese Käufer und Verkäufer zusammenbringt. Du musst also keinen einzelnen Käufer suchen, denn im Zweifel weißt du auch gar nicht, wer ist hier Käufer, wer ist Verkäufer. Ja? Das könnte jeder sein. Buchstäblich jeder ist hier in der Lage, als Verkäufer aufzutreten, genauso wie auf der anderen Seite auch als Verkäufer. Und dieser Markt, über den das stattfindet, ist die Börse. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir auf der einen Seite, hier sind die Käufer dargestellt, dass wir hier eine Menge Käufer haben in dem Moment. Ja, also viele Käufer, die hier interessiert daran sind, Optionen zu verkaufen. Aber auf der anderen Seite, da gibt es gerade keinen Verkäufer. Und ja, große Frage, was ist denn dann? Und genau hier kommt der Market Maker ins Spiel. Das hier auf der rechten Seite, das ist der Market Maker, der von der Börse eingesetzt wird. Der ist also dazu verpflichtet, wenn auf der anderen Seite ein Käufer auftaucht und es zur Zeit keinen Verkäufer gibt, der wird dann die Position des Verkäufers einnehmen und garantieren. Und der Market Maker, der kann auch die Seiten wechseln. Also der kann genauso auch auf der Seite des Käufers auftreten und wartet dann eben auf den nächsten Verkäufer, der im Markt auftritt und dem kauft er dann die Option wieder ab. Die Frage ist, ja, warum macht der Market Maker das denn überhaupt? Nun, der Market Maker wird dafür von der Börse bezahlt und das ist ein einträgliches Geschäft. Also der Market Maker verpflichtet sich, also der muss da sein, der muss auf der Seite der Käufer oder auf der Seite der Verkäufer einspringen. Und wenn du das schon mal beobachtet hast an der Börse, dann gibt es eben nicht den einen Preis, sondern es gibt immer einen Ankaufs- und einen Verkaufspreis. Ja, und da ist eine Preisdifferenz. Und genau diese Preisdifferenz ist der Betrag, von dem der Market Maker lebt. Und da findet ja nicht der Handel, wie jetzt gerade in dem Film dargestellt, ebenso mit einzelnen Personen statt, sondern das ist wirklich ein sehr, sehr liquider Markt, in dem wirklich im Sekundentakt Tausende von Optionen hin und her gehandelt werden. Und an jeder dieser Transaktionen kann der Market Maker, wenn er einspringen muss, eben etwas mitverdienen. Also das ist ein sehr einträgliches Geschäft für die Market Maker. Und die Börse achtet da auch sehr darauf, dass die Market Maker dieses Geschäft sauber abwickeln. Also hiermit ist wirklich der Handel garantiert. Du wirst keine Probleme haben, in deinen Positionen Käufer oder Verkäufer zu finden, zu den Börsenöffnungszeiten selbstverständlich, beziehungsweise zu den festgelegten Handelszeiten der jeweiligen Optionen.
Wir haben also gesehen, dass es die Börse ist, die über Market Maker eben sicherstellt, dass diese Optionen immer liquide gehandelt werden, dass es immer genug Käufer und Verkäufer gibt. Aber einen wichtigen Punkt gibt es natürlich noch zu beachten, denn die Optionen haben ja eine festgelegte Laufzeit. Und was passiert denn am Laufzeitende? Lauert hier eventuell noch die letzte Falle im Optionshandel? Dazu haben wir hier ein Video gemacht. Schau doch da gerne mal rein, was passiert beim Optionsverfall. Das solltest du unbedingt wissen als Optionshändler. Denn wie immer gilt, dranbleiben, schau dich schlau. Bis zum nächsten Mal, deine Börsenstrategen.